In manchen Marktberichten ist zu lesen, ja, gestern ging es bergab an den Märkten, weil die Sorge vor Omikron wieder da sei, nach Aussagen aus Großbritannien über den ersten Omikron-Toten und den Warnungen von Boris Johnson, dass da eine neue Welle auf uns zukommen würde oder auf die Briten zukommen würde. Aber sorry, that's all bullshit. Das ist alles nicht der Fall. Denn als diese Meldung kam, Omikron-Toter in UK, als dann Boris Johnson diese Warnung aussprach, die Märkte haben nicht mal mit der Schulter geschuckt, sondern es ging einfach ganz normal weiter. Das wurde dann hinterher im Prinzip in die Marktbewegung hineininterpretiert. Aber wenn wir uns mal die innere Struktur anschauen, was gestern da passiert ist, dann gibt auch das, was faktisch da passiert ist, eben diese These nicht her, es sei wegen Omikron, sondern es ist schlicht und einfach und stupid, the fact, dass die Märkte haben Angst vor die Fed. Und das geht ja schon länger im Prinzip so seit der hawkischen Wende. Wir sehen dann immer wieder diese euphorischen Gegenbewegungen, wie am Freitag, huch, nur 6,8% Inflation, es hätten ja 6,9% sein können. Das ist mal ein Grund für eine Party. Aber dann kommt man doch wieder auf das Essentielle zurück. Und das Essentielle ist, dass wir einen monetären Klimawandel haben, im Mindesten durch die Fed. Die EZB wird früher oder später mitmüssen. Und dieser monetäre Klimawandel heißt schlichtweg Abbau von Liquidität oder keine Zuführung von Liquidität mehr für die Märkte. Und alles, was wegen Liquidität gestiegen ist, das ist jetzt besonders gefährdet, wegen ausbleibender neuer Liquidität oder sogar Begrenzung von Liquidität jetzt zu fallen. Ganz einfach, das ist die monetäre Logik der Börse, könnte man sagen. Gestern ging es dann bergab an den Märkten, als eben die Umfrage der New York Fed kam in Sachen kurz- und mittelfristige Inflationserwartungen. Die kurzfristigen Inflationserwartungen stiegen auf 6,0%, das war ein neues Allzeithoch. Und das hat die Märkte dann wieder daran erinnert, hups, wir haben ja eine Fed-Sitzung und möglicherweise wird da etwas weniger Schönes verkündet. Dementsprechend ging es dann bergab. Interessant ist, dass die mittelfristigen Inflationserwartungen von 4,2% auf 4,0% gefallen sind. Das haben vor allem dann diejenigen nach oben gepusht, die gesagt haben, ja Mensch, mit der Inflation, wir haben das im Griff. Also Leute aus dem Lager von Biden zum Beispiel, deren oberstes Ziel ja die Bekämpfung dieser Inflation ist. Und Joe Biden hat Jerome Powell klargemacht, du kannst neuer Fed-Chef werden oder alter und neuer Fed-Chef werden, du kriegst nochmal weitere 4 Jahre, aber hau mir die Inflation hier weg, tu alles, damit die Inflation weggeht, und das ist jetzt das oberste Gebot für Jerome Powell, und das ist eben dieser monetäre Klimawandel. Wie bekomme ich die Inflation weg? Indem ich erstmal aufhöre, neue Liquidität in eine ohnehin schon heiß gelaufene US-Wirtschaft oder in heiß gelaufene Finanzmärkte zu schütten, sondern hier vor allem mental mal einen Break zu kriegen, die Inflationserwartungen nach unten zu kriegen, und die kriege ich nur nach unten, wenn ich eben dann wirklich auch zeige, ich meine es ernst mit einer anderen Geldpolitik, dann dürften die Inflationserwartungen fallen, und Inflationserwartungen, das weiß die Fed, sind sehr wichtig, weil sie praktisch eine self-fulfilling prophecy sind für die dann folgende faktische Inflation. Und hier diese mittelfristigen Inflationserwartungen, nochmal zurück zum Camp Biden, das ist interessant, sind also von 4,2 auf 4,0% gefallen. Und the decrease was driven by respondents without a college degree. Also es sind die Ungebildeten gewesen, die also einen mittelfristigen Rückgang der Inflation erwarten. Es sind meistens eben auch die Leute, die etwa wenig Bildung haben und sehr einfache Jobs machen, die am wenigsten haben, dass sie eben diesen Job verlieren. Dabei sind sie am gefährdetsten oder ist ihr Job am gefährdetsten. Also ob man das so richtig ernst nehmen kann, ob das wirklich ein Ausdruck ist, dass hier wirklich die Amerikaner mit einem Rückgang der mittelfristigen Inflation erwarten, das ist mal hier die Frage. Aber wie gesagt, das war der Grund, warum dann die Märkte unter Druck kamen. Das hat diese ganze hawkische Wende der Fed dann plötzlich wieder ins Bewusstsein gespült. Das ist das, was gestern dann in Zahlen rausgekommen ist. Dow Jones etwa minus 0,9, ebenso der S&P. Nasdaq deutlich schwächer, minus 1,39. Und minus 1,53 der Nasdaq 100, der ja dominiert ist durch die Big Tech Stocks. Und wir sehen die Small Caps vor allem wieder unter Druck. 1,7% der WIX gestern gestiegen. Wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, die gestern gut performten oder weniger schlecht performten, dann haben wir Real Estate, Consumer Staples, alle super defensive Sektoren, Utilities, Healthcare, also defensives voran.
Und Energy, Consumer Discretionary, Technology, Financial, Industrial Materials, also alles, was Reopening, was Boom bedeutet, was auch Liquidität bedeutet, das ist gestern unter Druck gekommen. Wenn jetzt Omikron wirklich der Grund gewesen wäre für die Furcht, dann ist es oder wäre es unwahrscheinlich, dass wir Technologie weit hinten im Feld sehen würden. Das ist nun mal ein solches Zeichen. Und genau das geht ja schon länger eigentlich, diese Flucht in Qualität. Und Morgan Stanley empfiehlt jetzt eben, geht in Qualität, geht in defensivere Sektoren, die eben in solchen Zyklen, wie wir sie jetzt erleben wahrscheinlich, nämlich einen Tightening Cycle, also praktisch einen Zyklus der Straffung der Geldpolitik. Das ist etwas, was gut funktioniert. Morgan Stanley zeigt hier mal, wie diese MSCI US Quality Stocks gegenüber dem Russell 2000 performt haben. Also defensive Sektoren, Übergewichten, Growth, Wachstumswerte, Untergewichten, die ja in den letzten gefühlt 523 Jahren extrem gut gelaufen sind. Aber gestern typischerweise eine Aktie wie GameStop, die durch Omikron relativ wenig Probleme haben dürfte, die ist oder zweistellig gefallen, ebenso AMC, gut, da kann man es noch verstehen, die Leute gehen dann nicht mehr ins Kino, aber auch eine Tesla eben, die jetzt gestern deutlich gefallen ist und auf dem Weg ist für den schlechtesten Monat seit März 2020, also alles, was hohe Bewertungen hat, Tesla, Nvidia gestern 7%, dieser Chipwert, sehr, sehr teure Werte haben ein Problem und unprofitable Tech-Unternehmen haben ein Problem, alles, was durch Liquidität und nur durch Liquidität nach oben gespült wurde. Dazu zählt ARK Innovation, das ETF meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood. Wir haben dann unprofitable Tech-Unternehmen, Momentum-Aktien, eben GameStop, Meme-Aktien, AMC. Wir haben SPAC, diese Börsenmäntel, und wir haben eben auch die Kryptowährungen, die unter Druck sind. Das ist eben auch ein Liquiditätsasset oder die Kryptowährungen sind Liquiditätsassets, die dann gut laufen, wenn eben die Notenbanken Geld in die Märkte schütten. Das hebt dann alle Boote und vor allem auch die Kryptoboote. Und dieser ganze Trend, der geht eigentlich schon seit ein paar Monaten. Unprofitable Tech-Unternehmen, ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, Goldman Sachs hat da so ein Basket. Da sind wir mit dem minus 24,1% und das war vor dem gestrigen Tag schon den S&P 500 underperformed. Das heißt, man geht raus aus dem Junk, rein in die Qualität. Und solange die Fed an dieser hawkischen Wende festhält, ob die wirklich so sich manifestiert, was bisher Jerome Powell gesagt hat, das werden wir dann morgen sehen. Wenn er letztendlich alles leugnet und sagt, habe ich nicht so gemeint, dann ist alles anders. Dann habe ich Unsinn erzählt, aber die Wahrscheinlichkeit ist vergleichsweise gering, dass er sich dann so äußern wird, aber möglich sein in alles. Gucken wir jetzt mal auf den S&P 500 und hier sehen wir eben dieses Anlaufen nochmal auf ein neues Allzeithoch. Gestern jetzt die rote Kerze. Eine Unterstützung wäre da in diesem Bereich 4600, dass wir also das gerissene Gap, das wir hier hatten, also dieses Aufwärtsgap, dass wir das wieder zumachen, wäre eine denkbare Alternative. Wenn wir über das Hoch drüber kommen, nachhaltig über das Hoch, dann sind neue Allzeithochs eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn entweder die Fed irgendwie vielleicht sagt, ja okay, Tapering, und aber trotzdem so dovische Beruhigungssignale an die Märkte sendet, dann wäre das durchaus möglich. Aber wo nicht, wird es eben möglicherweise schwierig. Und dann sehen wir hier eine Top-Bildung in den Indizes hier bei dem Leitindex S&P 500. Wir sehen, dass der Nasdaq weniger bullisch aussieht. Der hat es eben nicht geschafft, nochmal das Allzeithoch, das er erreicht hatte, anzulaufen. Hier anhand des Triple Q Nasdaq ETF. Und hier sehen wir, da hatten wir die, das sind auf Tagesbasis, hier sehen wir verschiedene Kerzen, Tageskerzen rauf, dann wieder runter, dann wieder naja, so mittendrin. Jetzt haben wir erstmal die Handelsrange nach unten verlassen, also es ist zumindest ein nicht so super bullischer Chart, der auf eine Schulterformation hindeuten kann, mit zwei rechten Schultern sogar, ja. Und wer hat keine zwei rechten Schultern, ne? Das ist eine normale Formation, meine Damen und Herren. Also hier sehen wir, das ist sozusagen jetzt ein deutlich eingetrübteres Bild beim Nasdaq als beim S&P 500. Warum? Weil da eben natürlich die Tech-Werte mit drin sind. Und wir sehen, dass die durchschnittliche Aktie im Nasdaq Composite, sind ja über 3000 in diesem Index, 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch ist, also unter ihrem Jahreshoch, während der Index selbst nur 3,6% unter dem Jahreshoch ist. Den großen
großen Tech-Werten. Sei Dank, noch ein kurzer Blick auf den WIX, bevor wir uns die großen Tech-Werte nochmal anschauen. Also die Vola, hier sehen wir oben im RSI eine positive Divergenz. Sieht also nicht so schlecht aus. Und wir könnten da noch ein paar Gaps nach oben wieder schließen. Die Märkte haben ja immer die Tendenz oder tendenziell sozusagen Gaps zu schließen, ob nach oben oder nach unten. Also da kann noch ein bisschen was kommen. Aber wie gesagt, das ist der Fed, that's all that counts. Die Bullen sagen immer, ja guckst du, es gibt doch keine Alternative zu Aktien. Und damit haben sie natürlich einen Punkt, denn die realen Renditen, also etwa die Renditen für eine 10-jährige US-Staatsanleihe minus Inflation oder die Rendite für eine deutsche Bundesanleihe, also eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe minus Inflation, ist ja tief negativ, gar keine Frage. Aber gucken wir uns mal die sogenannte Earnings Yield an, die Real Earnings Yield, also praktisch die Gewinnrenditen von Unternehmen minus Inflation, dann ist die eben auch negativ. Und zwar so negativ wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie seit den 1940er Jahren nicht mehr. Und das ist etwas, was gegen Aktien spricht. Also man kann die eine Seite der Medaille beleuchten und das passiert ja sehr häufig. Wie oft kriege ich das Argument, ja guckst du, die realen Renditen, also Renditen minus Inflation sind so negativ, also gibt es keine Alternativen zu Aktien. Aber dann schaue ich mir mal die Aktien an und nicht nur die Anleihen, die ich dann mit der Inflation abgleiche und dadurch auf eine negative Realrendite komme, sondern eben auch die Aktien an, deren Gewinnrendite minus Inflation eben auch tief negativ ist. Also egal wie man es dreht und wendet, alles hat zwei Seiten. Und jetzt sehen wir, dass der durchschnittliche Softwareaktie jetzt auch schon 33% von ihrem 52-Wochen-Hoch ist, obwohl Tech und Software ja gut gelaufen ist, aber viele Softwareunternehmen sind extrem teuer. ARK Innovation, Tesla, wir sehen hier Small Caps, GME, AMC, all rolling over, schreibt hier Ottavio Costa. Die chinesischen Aktien hatten ihr Peak schon im Februar. Kommt jetzt sozusagen das Peak für Nasdaq und S&P 500? Nein, natürlich nicht. Diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Stocks always go up. Das ist ja gar keine Frage. Aktien können nur steigen. Und hier ein bullischer Chart, meine Damen und Herren. Ich will ja den Bullen jetzt praktisch auch ein bisschen Futter geben. Ja? Und wir sehen hier einen Dezember-Saisonalitätschart. Und wir sehen, dass es meistens dann so vom 10. bis zum 15. so tendenziell nach unten geht, bevor es dann in der zweiten Dezemberhälfte massiv nach oben geht. Ja, wenn die Fed irgendwie mitspielt und irgendwie dovish daherkommt, selbst wenn sie hawkische Aktionen macht, aber irgendwie das Signal gibt, Leute, wenn alle Stricke reißen, dann nehmen wir wieder alles zurück und alles ist gut, dann können wir genau diesen Verlauf sehen, dann wird der sogar wahrscheinlich, wir haben am Freitag den Verfall, nochmal den großen Verfall, das ist besonders wichtig im Optionsbereich, weil das Volumen bei den Optionen so dominant ist, so wichtig ist für die Aktienmärkte insgesamt. Aber vielleicht ein kleines Warnsignal ist, Bitcoin sind Kryptowährungen, hier sehen wir, dass wir ja vorgestern eine sehr deutliche Erholung der Aktienmärkte gesehen haben. Das war bei Bitcoin und Co. nicht so wirklich zu sehen. Normalerweise ist Bitcoin eine Art Vorläufer. Wir sehen, dass etwa mit den Steuersenkungen von Trump Bitcoin massiv nach oben gelaufen ist. Dann sehen wir durch das QI, dass Bitcoin noch krasser nach oben gelaufen ist als hier der S&P 500. Aber wir sehen, dass Bitcoin jetzt latent schon nach unten tendiert, während der S&P 500 noch weiter gestiegen ist, wie gesagt, am Freitag noch einmal ein Schluss auf Allzeithoch. Also wir sehen, dass diese Liquiditätsassets wie Meme-Stocks, wie unprofitable Tech-Unternehmen und wie Kryptowährungen eben Probleme bekommen. Und wir haben auf der anderen Seite den Fokus hin eine Art Konzentration in vermeintlich sichere Häfen wie Apple. Apple ist erstaunlicherweise gestern auch noch dann im Minus gewesen. Das geht doch gar nicht eigentlich. Wir sehen jetzt, dass etwa Berkshire Hathaway, das ist die neuntgrößte Firma der Welt nach Marktkapitalisierung, jetzt im Portfolio 48,4% Apple hat. Das heißt, Berkshire Hathaway ist zur Hälfte Apple. Das muss man sich vorstellen. Das ist also eine Konzentration, eine Verklumpung von Positionierungen, die ein massives Klumpenrisiko darstellen. Sven Hendrik schreibt hier, ja, stellt euch vor, wenn die neuntgrößte Firma praktisch die allergrößte Firma in ihrem Depot hat und das 50% ausmacht, dann kann man sich mal vorstellen, wie viele andere
Player es gibt am Markt, die eben so fokussiert sind auf diese fünf großen Tech-Aktien, die auch so super gelaufen sind in letzter Zeit und über 10 Billionen an Marktkapitalisierung haben. Wäre Apple ein Land nach Marktkapitalisierung, dann wäre es die Nummer 5 in der Welt, direkt nach Deutschland. Also da ist natürlich was dabei. Morgan Stanley sagt, wir sollten jetzt eher früher als später mit Zinsanhebungen rechnen, ist deswegen auch nicht positiv für Gold. Und das ist eine unschöne Nachricht für Goldbullen, aber es ist eben so, wenn jetzt wirklich die Geldpolitik gestraft wird, wenn wir diesen monetären Klimawandel haben, dann wäre das in der Tat nicht der Gute für Gold, zumal dieser Chiromicron-Virus ja deutlich gefährlicher ist als Omikron. Und warum das so ist, das sehen wir hier. Die Fed hat viel zu lange gewartet. Das ist eine der wichtigsten Grafiken, die ich gesehen habe, eine der wichtigsten historischen Blicke, die zeigt die Zusammenhänge zwischen Aktienmärkten und den Notenbanken und Inflation. Denn wenn die Inflation über 3% ist und die Fed erst dann beginnt, die Zinsen anzuheben, und wir sind ja über 6%, über 6,8% waren die letzten Zahlen, also hat die Fed natürlich die Opportunity verpasst, die Gelegenheit verpasst, er hat nicht gebremst, muss jetzt umso stärker auf die Bremse treten. Dementsprechend ist das Risiko eben für die Aktienmärkte größer, weil da jemand ist, der dann voll in die Eisen gehen muss. Und wenn jemand voll in die Eisen geht, dann ist eben das Fahrzeug, das er hier fährt, ein bisschen destabilisiert und dann kann es unruhig werden. Warum das so ist, das sehen wir auch mit dieser Grafik hier, die zeigt, die Flut hebt alle Boote. Wir hatten den S&P 500 seit dem vierten Quartal plus 59%, das BIP der USA nominal plus 6,9% und die Geldmenge M2 plus 40%. Also es ist die Liquidität, die letztendlich den S&P 500 nach oben gespült hat, nicht die Wirtschaft, das darf man nicht verwechseln. Und wenn eben diese Liquidität jetzt dann absehbar, und noch ist sie ja der Fall, aber die Märkte gucken ja nach vorne und sagen sich, oh, das wird aufhören. Das preisen wir jetzt schon ein, das haben die unprofitablen Tech-Unternehmen schon seit 2 Monaten eingepreist, im Prinzip diesen monetären Klimawandel. Also das passiert dann eher jetzt, als wenn es dann tatsächlich erst der Fall ist. Heute wichtige Daten. Nochmal die US-Erzeugerpreise 14,30, zuletzt 8,6% Prognose jetzt für den Vorjahresmonat oder im Vergleich zum Vorjahresmonat 9,2%. Das zeigt, die Kosten für die Unternehmen steigen weiter. In der Eurozone sind es noch viel mehr, da haben wir zweistellige Werte. Die Kosten für die Unternehmen steigen, die müssen sie weitergeben. Stichtag 1.1.2022, meine Damen und Herren, da wird man die eine oder andere unschöne Überraschung erleben. Toyota, die ja zunächst dann wieder angefangen haben, komplett zu produzieren, jetzt nochmal zum Thema Lieferketten und Materialmangel. Toyota war ja als Hoffnungssymbol genannt worden. Lieferengpässe, die werden besser, nachdem Toyota seine japanischen Firmen wieder an den Start gebracht hat, dort die Produktion wieder aufgenommen hatte. Jetzt gibt es wieder Produktionsunterbrechungen wegen dem Liefermangelkettenproblem, also das alte Thema. Und wir sehen, dass jetzt immer mehr Firmen in China auch ihre Produktion schließen, wegen dieser Null-Covid-Politik durch die chinesische Führung. Wir sehen jetzt mindestens 20 börsennotierte Unternehmen, die jetzt ihre Produktion aufgehört oder unterbrochen haben. Zhejiang, die Provinz, das ist etwa nordwestlich, genauer gesagt, von Taiwan liegend, ist hier besonders betroffen. Also wenn das weiter um sich greift, dann wird China wieder mal viele Lockdowns machen. Hier sehen wir zwei verschiedene Charts. Der obere ist Deutschland, der untere ist UK. Oben sehen wir, dass sowohl die reinen Zahlen der Neuinfektionen mit Corona als auch die Krankenhauseinweisungen rückläufig sind. Tendenz also fallend. In UK Tendenz steigend. Und in dieser Chart deswegen ein bisschen alarmierende Worte von Boris Johnson. Und wir sehen, das war eigentlich schon die letzte Grafik, gell? Da muss man sich ja mal wundern, vielleicht schauen Sie auch da auf diese Information, meine Damen und Herren. Da ist alles, was Sie müssen, ist hier in dieser unglaublichen Grafik ja praktisch verdichtet. Ja, das ist wie ein Gedicht, das da alles sagt, was Sie wissen müssen. Also das ist die Lage, das ist die Situation. Wir haben faktisch jetzt einen monetären Klimawandel. Es gibt eine gute Chance für die Bullen, wenn die Fed nochmal komplett umsteuert und sagt, so habe ich es nicht gemeint. Aber dafür ist wahrscheinlich noch zu wenig Schaden an den Märkten ausgelöst worden. Wir sind ja nach wie vor in Sichtweite der Allzeithochs. Wenn wir dann
dann mal 20% runterkämen, dann kann man sich vorstellen, wie letztes Mal, wie im Januar 2019, als Jerome Powell meinte, hups, habe ich alles nicht so gemeint, was ich vorher gesagt habe, aber dafür ist schlichtweg zu wenig Porzellan zerschlagen worden. Dementsprechend Fokus auf die Fed, es hilft nichts. It's all about the Fed and nothing else. Das ist genau der Punkt. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Dienstag und sage Servus und Ciao.